Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. In der letzten Folge haben wir das Nimmerland erledigt und jetzt sind wir hier im mysteriösen Turm. Kann ich überhaupt? Ja, kann ich sogar. Warum ist die Kamerasteuerung hier wieder inventiert? Oh Gott. Und ja, sind wir mit Hilfe von Mickeys Splitter hier in diesen Ort gekommen und Goofy und Donald haben uns begrüßt und die wollen irgendwas von uns, haben uns reingezerrt, aber aus irgendeinem Grund sind wir immer noch draußen. Also gehen wir rein. Aber nicht. Hochmagie-Formel. Wow. Stimmt, man macht ja Formel, um einige Fähigkeiten herzustellen. Ja. Kann ich vielleicht irgendwie erstmal alles sammeln, bevor ich hier weitermache. Yen said, sir, we just got a clue as to where the king might be. Ventus. Boah, was für ein krasser Blick. Hericus has told me much about you. If I am not mistaken, you were ordered to return home. Well, sir, I... No matter. Huh? Mickey has difficulty following directions, too. Where is this clue to Mickey's whereabouts? This feller Venquist, Ventilate, Veggie... Ventus? Sure, that's what I usually go by. When you got here? Please explain. I ran into Mickey, but we got sent flying into the light. I don't know where he went. He wasn't in the same world as the one where I found that. As I thought, Mickey has been hurling himself from one world to the next. That explains why I could not discern his location. You can now, can't you? Yes, I can. Oh, kennen wir auch. Was happened? Where'd he go? Is he okay? There is a dark and powerful force that is interfering with my magic. Just tell us where the king is, Mr. Yen Sid, sir, and me and Donald will go right there and save him. You two, that may not be adequate. But I'm the captain of the king's royal knights. I'll find him. I recognize the place we saw. And you don't will come with you. No, I owe him. Mickey saved me once, and I can't risk putting his friends in danger. Don't worry. Eure Zeit wird noch kommen. I swear I'll bring him back safe. Very well, Ventus. We will leave it to you. Okay, ich werde zu Donald und Goofy einen Dimensionslink herstellen. Aber jetzt kommen hier eine ganze Menge Cutscenes noch, bevor ich irgendwas machen kann. Mal schauen, wie ich das handhabe. So, wir müssen hier entweder Stäbe der Geheimnisse, Kampfstufe 4. Na klar. Ist überhaupt ein Kampf? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, kommt eine Weile lang kein Kampf mehr, oder? Mickey! We meet again, boy. Ja, den gibt's ja auch noch. Master Xehanort.
So you're starting to realize what you lost. Oh, but not for good. You had to lose in order to find. Now it can all be yours again if you only reach out and take it. Reclaim the part that left you. Clash with him. Pure light against pure darkness to forge the ultimate key. The all-powerful Keyblade! Not the Keyblades you and I carry. Key, the most ancient word. Some say Kai, but the meaning is the same. Death, a letter that spells endings. Ja, gut, hat er erklärt, wieso, wie er ausgesprochen wird. And I have the power to make it. Correct. Ericus knows it too. He knows exactly what you are. The Master? Haven't you ever wondered why he never granted you permission to leave his side, to grow stronger? Ericus was frightened of you. If you were to learn the truth, realize what you are. He never trusted you. Why else would he keep you within his sight at all times? Yeah. He never let me see other worlds. No matter how much I asked. Go! You can ask the man yourself. Learn the truth. And remember, you have a greater purpose! Ich finde die Performance von Xehanort einfach nur richtig geil in dem Spiel. Ich hoffe, davon sehen wir mehr in Kingdom Hearts 3. What am I? What has the Master been keeping from me all this time? Wie wär's, wenn wir ihn fragen? Ja, Landesaufbruch. Fragen wir ihn nochmal eiskalt. Was könnte schon das Schlimmste sein, was passiert? Ventus, you're alone? I thought Akko would... Well, what matters is that you're home. You don't belong outside this world yet. You need to stay here, where you can learn... In your prison? What? That's your excuse. For keeping me imprisoned here, isn't it? What did you hear? That I'm supposed to be some weapon. Some kind of Keyblade. I knew it. Xehanort. He could never let it go. Flashback time. Wird ganz schön viel Story in uns reingehämmert. Ich liebe es. There is a reason the precepts bar us from such knowledge. Why do you seek the Keyblade? Would you blanket all the worlds in darkness? Reduce them to nothing? But darkness did cover the world once, in legend.
We know so little about the Keyblade War. Only that it was just the beginning. Amidst that crisis, a precious bite was found. It is a curious tale, and one worth exploring. They say ruin brings about creation. So what then would another Keyblade War bring? When the darkness falls, will we be found worthy of the precious light the legend speaks of? I must have these answers. The Keyblade needs to be forged, and with it the door to the Keyblade War unlocked. Fool, you would risk an apocalypse out of sheer curiosity? I will never allow it to end. Not while I live! But once again, you have it all wrong, Erechus. Darkness is a beginning, you see, not an end. At birth, every one of us emerges from darkness into a world of light, do we not? Poetic excuses! If words won't dissuade you, only one thing will! Darkness taken you, Xehanort? Not your concern. Ich finde Xehanort so awesome. I failed. I had the chance to stop him and couldn't do it. But I will not fail again. Master, what do you... The Keyblade has no place in this or any world. Xehanort has made his purpose clear, and I am left with no choice. Forgive me, but you must exist no more! Ben! What? Master, have you gone mad? Terra! I command you... Step aside. No! You will not heed your master? I won't! Why do all my attempts to reach you fail? If you don't have it in your heart to obey, then you will have to share Ventus's fate. Enough, Terra! He's right! Quiet! Terra... You may be my master, but I will not let you hurt my friend! Has the darkness taken you, Terra? Wait, Terra! Oh Mann. Was passiert zwischen den beiden? Nächste Welt, Destiny Island, Insel des Schicksals. Okay. So fröhlich ist der Anlass hier gerade nicht. Wait, Terra! Going somewhere? I'm through with you. Well, I'm just getting started with you. You're strong enough now to fulfill your purpose. So what are you waiting for? Join with me, right here and now. Become the Keyblade. No. I won't do it.
He told me the only way the Keyblade can be forged is if you and me fight. Well, guess what? I'm not fighting. You used to be too broken to talk back. Noch mehr Rückblenden. Oh mein Gott, ich liebe es. Und da haben wir Herzlose. Die haben wir noch gar nicht in diesem Spiel gesehen. Wahrscheinlich die ersten Herzlosen, die es jemals gab. Oder? Nee, ja, kann nicht sein. Please don't do this, Master. I'm not strong enough. No. It is because you're trying to hold it in. Let the dark impulses waken in the pit of your heart. Release them here and now. Sharpen your fear into rage. You must. If you do not let the storm within you run its course, it will wipe you from the face of the world. Make no mistake. Do it. Embrace the darkness. Produce for your master the Keyblade. Really? You would rather die than use the power. Feckless neophyte. If I must, I will extract the darkness from within you myself. Empty creature from Venta's Rimmon. To you, the name Vanitas shall be given. Yes, Master. Fine. Then I'll give you a reason to fight. What? Come and find me. At the one and only place to spawn the Keyblade. The Keyblade Graveyard. There, you're gonna see me choke the life out of Terra and Aqua. Then we'll see how long you play the pacifist. Wait! Okay. Verlorene Erinnerungen. Das ist wahrscheinlich das Schwert, was wir ausrüsten werden. Meine Güte, das war jetzt 20 Minuten Story, mehr oder weniger. Ich finde aber so geil, dass der Anfang und das Ende immer so richtig abgehen, storymäßig. Und die Mitte ist eigentlich nur Filler, welche aus Disney-Welten besteht. Ja. Ja, 6 und 5. Verlorene Erinnerung. Ja, mit dich. So, dann gehen wir zur letzten Welt und schon zum Ende des Spiels. Der Schlüsselschwertfriedhof. Da werden wir erstmal bis direkt vor dem letzten Kampf hingehen. Dann werde ich wahrscheinlich nur so ein paar Level trainieren, weil ich glaube, ich bin noch sehr viel zu schwach. Und ja, da sind wir.
ein Mickey-Zeichen am Boden. Unserem neuen coolen Schwert. Friends forever. The Keyblade Graveyard. Der Schlüsselschwertfriedhof. Meiner Meinung nach die geilste Welt von allen. Von den Kingdom Hearts erfundenen Welten, also Twilight Town, Traverse, Hollow Bastion, Radiant, wo ist das immer? Radiant Garden. Die Welt, die niemals war. Definitiv die beste Welt. So, okay. Wollen wir uns mal aufmachen. So. Bis kurz vor dem finalen Kampf. Weil viel ist ja nicht mehr. Ist jetzt eigentlich nur noch das Gebiet und danach ein Gebiet. Es war viele Kämpfe zwischendurch kommen. Aber der Weg bis zum Finalkampf ist nicht mehr weit. Müssen wir locker neu in dem Part schaffen. Vielleicht nur bis da ganz hinten hinlaufen. Wir könnten ja eigentlich die ganzen Dinger voll ignorieren, indem wir hier durchfliegen, aber wollen ja noch ein bisschen hier leveln. Ich meine, die Gegner sind hier verflucht stark. Weil es halt die letzte Welt, ne? Deshalb müssen wir ja ein bisschen aufpassen, habe ich das Gefühl. Aber ich hoffe, wir sehen die Welt nochmal im dritten Teil. Das ist auch das Gebiet, wo wir gegen die Rüstung gekämpft haben im zweiten Teil. Das sieht auf jeden Fall so aus. Die Stäbe, die wir schon oft gesehen haben in dem Spiel, ist, glaube ich, der Ort. So. Ja gut, wenn ich mal so ein paar Dinger hier auflevel, ein paar Kommandos. Oh, jetzt Luftwerbe 2, okay. Was nicht, was ich gemacht habe. Oh nein. Lass mal zu den allen hinrollen, damit die aus dem Boden kommen. Sonst wird das dir nervig. Ich habe Arzt gegen Zitat, das merke ich gerade. So, hier ist natürlich der beste Trainingsort, weil man ja die meisten Erfahrungspunkte bekommt. Weiß nicht, ich glaube, ich werde bis Level 40 oder so trainieren. Das ist so ein Level, das in Ordnung ist für den letzten Kampf eigentlich. Da erstmal gespielt habe, war ich auch so Level 40, glaube ich. Die Gegner waren auch trotzdem sehr herausfordernd. So, da war einer. War eine Zufallsbegegnung. Da ist in 12 Parts haben wir schon den ersten Teil abgeschlossen. Asakanum. Natürlich gut, wenn ich hier noch ein paar Sachen hochlevel. IT brauche ich nicht mehr. Und irgendwann werde ich aber neu herstellen können. Wenn wir jetzt hier hohe Magie oder so, wie das heißt. Verdammter Dreck. Aero und Aerora. Ich hatte mit irgendwas anderes. Ja, Luftstaccato, aber. So, Chaoskristall, Combo Meister. Betäubungsklinge. Zykluskristall, Glückspilz. Feuersturz und Aero, Luftstaccato. Freundkristall, Lebensspende, alles nur Mist. Feuerschlag und Feuer, Feuersturmlauf.
meine Stadt. Immunität. Oh. Nur Blödsinn kriegen wir hier. Ich glaube, die meisten Sachen, wenn ich offscreen ja machen. Warum schon wieder Immunität? Ja, da ist doch, da passt doch nicht mal zusammen mit dem, was wir ja. Da passt doch nicht mal annähernd zusammen bei den Sachen, die wir hier überhaupt herstellen. Ja, die meisten Sachen werde ich dann hier offscreen herstellen. Magias oder sowas. Guck mal, was ich so auf Level 40 noch schaffe herzustellen. Ah ja, das stimmt. Ja, auch, ne? Kommen auch große Gegner. Oh ja, hätte wohl gern. Aber Luftwirbel 2, genau. Was? Boah. Also die Gegner, die fliegen ja so hoch, ne? Die erwischst du gar nicht. Na, zack. Mein Gott, habe ich hier viel bekommen auf einmal. Boah, Entschuldigung, boah. Wenn ich den nächsten Part aufnehme, bin ich nicht mehr so verdammt nochmal erkältet. Vitra. Warte. Ja. Zwei Vitras, oder? Vigra, so ist. Tut mir mal einen Gefallen, gib mir was Vernünftiges. Bestimmte Angriff erhöht, zeigst du Magias. Notaufladen, das haben wir sogar noch gar nicht. Kollisionsmagnet, den haben wir auch noch nicht. Und Zeitgeteil, ja, Attacken hast. Ist aber gar nichts, okay. So, was haben wir denn noch? So viel Immunität. Ja. Ja, für Magie. Muss Heilung, Heilung, Heilung. Ja. Notaufladung. Wie gerade da? Warte mal, wie gerade Notaufladung. Fuck ist es. Ja, das hat alle Kommandos in deinem Deck verkürzt, wenn deine Lebenspunkte unter 25% fallen. Ja, mehrfache Anlegung. Was? Ich kann das nur einmal ausrüsten, hab ich doch gerade gesehen. Wird jetzt ein bisschen dauern, habe ich das Gefühl. Peter Pan! Stimmt, da müssen wir auch noch aufleveln. Was wir aber nicht mehr schaffen werden, wahrscheinlich. Oh, hi. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das im selben Kampf geht. Immer Zack. Zack. He's a Pyromaniac. Ich brauche mich ja heilen, ja. Okay, schlechte Idee. Naja, wird nix. Da hab ich von hinten angegriffen, Mann. Herrlich, Mann. Das ist Kollisionsmagnet nochmal. Ah, jetzt seid ihr Viecher schon wieder. Ja.
Hard Chess. Aber wenn die aus dem Boden sind, machen die gar nichts mehr. Warum treffe ich dich nicht? Hard Klingen. Licht. Das ist Klingen Aura. Gibt glaube ich auch. Ein anderer Charakter, glaube ich. Ja, so, machen wir uns auf zum Ausgang. Mehr passiert ja nichts. Mehr Gegner sind ja, glaube ich, nicht. Das Problem ist, sobald mich einmal so ein blöder Tornado hier anvisiert hat, tut er mich wie bekloppt verfolgen. Und die holen einen ein. Ja, seht ihr den? Der wird mich einholen. Mein Gott! Okay. Lass mal das. Gott, zack. Ja, die Fetten, die tun nie abkratzen bei so einem Teil. Bei so einem Angriff. Der andere wurde ganz getroffen. Wie die Items verschwinden, was? Bei mir kommen fast alle Gegner vor im gesamten Spiel vor, ne? So viele Gegner hat das Spiel gar nicht. So. Ich krieg die Items nicht, was? So, ich höre schon wieder, wie einer näher kommt. Ah, Multiwurf. Verdammt. Hi, Wurf. 31. Ich bin schon fast auf Level 40, wenn es so weit geht. Irgendwie treffe ich damit nichts. Und Klingenlicht, ha. Oh Mann. Der da im Hintergrund. Ja, der Penner ist natürlich gegen alles immun. Der verlangsamt. Was ist das denn? Nicht so blöde, ja. Versuch mal dagegen abzuwehren. So, okay. Haben alle Schatztruhen hier? Nein, das ist mal verdammt. Nein! Oh. Aber ganz schnell. Ah, neuer Rekord. Ah, hier zu finden ist richtig einfach. Boah, jetzt kommt schon wieder die Viecher. Mach ich eben so fertig. Gegen euch habe ich gar keine Lust zu kämpfen. Wenn ihr voll geile Sachen hinterlasst. Also ja, nächstes Mal, wenn wir uns sehen in diesem Projekt, werde ich auf jeden Fall. Da kommt schon, das ist der letzte Tornado. Außerdem müssen wir sowieso dahin. Lass mal das.
schmeißt ihn weg. Jetzt sehe ich das erst. Dann haben wir auch alle Gegner hier erledigt. Oh nee. Warte mal. Weg. Da zählt doch nicht als Angriff von vorne oder so, ne? Da zählt echt als Angriff von vorne. Willst du mich auf den Arm nehmen? Deswegen hasse ich die Viecher, diese dicken. Die einen können nur abwehren, die anderen tun verdammt nochmal sich unbesiegbar rollen. Oh nee. Wo seid ihr? Oh. Das Viech, hör auf damit. Sag. Ich glaube, du bist gerne im Boden, dann zieh ich mal in die Luft. So, zack. Weg mit euch. Doch, warten. So, gut, haben wir alle Gegner erledigt. Wahrscheinlich alle Schatztruhen eingesammelt. Mal schauen, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist auch egal. Und ja. Schauen wir uns nochmal in Ruhe hier um, aber ich glaube, wir haben alles, ne? Gut, dann gehen wir. In der nächsten Folge werde ich wahrscheinlich Level 40 oder irgendwie sowas sein, mal schauen. Eh nicht zu hoch überlevelt sein. Und ja. Wenn dadurch gehen, dann kommt schon der finale Kampf. Und dann würde ich mal sagen, wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr mal ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten und letzten Folge von Ventus Story von Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.